Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die My Little Box kam an und oh mein Gott, sieht die diesen Monat so wunderschön aus. Ich habe versucht, meine Lampe, wo ist sie? Hallo? Ja, ein bisschen an das Design anzupassen, weil ich das so, so schön fand. Das ist so richtig urlaubsmäßig. Heute schneit's. Dolce Vita, ja, wäre schön. Also vielleicht bekommen wir hier ein bisschen Urlaubsfeeling mit rein. Wie gesagt, aktuell schneit's und wir haben 4 Grad. Naja, gut. Ich öffne die Box und dann gucken wir mal rein. Ich bin wirklich schon sehr gespannt. Und ich habe auch einen Rabattcode. Und zwar schreibe ich den euch hier rein. Da könnt ihr sogar diesen Monat 5 Euro sparen. Und ja, nächsten Monat gibt's Rituals in der Box. Da freue ich mich schon richtig drauf. Also abonnieren lohnt sich. Und außerdem lohnt sich es auch, meinen Kanal hier zu abonnieren. Dann verpasst ihr kein Unboxing mehr. Ich habe die Schleife hier geöffnet. Mit oben drauf ist auch nochmal so eine schöne Karte. Erfahrung ist das, was man findet, wenn man nach etwas anderem sucht. Ja, das stimmt. Sieht so aus, finde ich echt super schön. Ja, mache ich mal hier zur Seite. Und außerdem möchte ich noch etwas verlosen. Das habe ich alles hier in die Box reingepackt. Ja, was das ist, das verrate ich noch nicht. Auf jeden Fall ist es eine schöne Mischung. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schaut in die Infobox, was ihr dafür tun müsst. Steht alles in der Infobox. Jetzt mache ich mal hier weiter. Habe ich hier eine Karte. Okay, ist ein Poster sogar. Ist interessant. Ah, cool. Da sind die verschiedenen Nudelsorten mit drauf. Finde ich ja echt interessant. Ich mag gerne diese Muscheln. Und die hier mag ich auch super gerne. Aber Leute, ich kann das nicht aussprechen. Ja. Und hier Steffi Graf Nudeln. Ich wollte früher immer Steffi Graf Nudeln haben, weil ja diese Schmetterlingsnudeln, Verfalle heißen die, glaube ich, genau. Aber Steffi Graf hat damals, zu meiner Zeit, wer es nicht kennt, es war eine Tennisspielerin, hat da Werbung gemacht für diese Nudeln und ich wollte deswegen immer Steffi Graf Nudeln haben und habe dann auch Tennis gespielt wegen Steffi Graf. Später dann wegen Tommy Haas, aber das ist schon, Leute, das liegt schon Schaltjahre zurück. Erstes Produkt hier von Barbour, was richtig cool, mein lieber Mann. Handwaschöl. Okay, kenne ich gar nicht. Handwaschöl habe ich noch nie gehört, sowas. Ich hole das mal raus. Es soll wohl sehr feuchtigkeitsspendend sein. Gründlich reinigendes Handwaschöl mit intensiv rückfettenden Eigenschaften. Okay. Lipide aus Marula, Sherbutter, Mandel und Argan sorgen durch ihre rückfettende und pflegende Wirkung für ein softes Hautgefühl während der Reinigung und unterstützt die Regeneration der Haut. Ja, finde ich nicht schlecht. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Finde ich sehr interessant. Kenne ich gar nicht sowas. Ich möchte aber mal dran schnuppern. Hat jetzt gar keinen speziellen Duft. Einfach irgendwie so ein bisschen nach pflegendem Öl. Und das ist auch so gelblich. Vielleicht könnt ihr es sehen. Interessant auf jeden Fall. Ja, werde ich ausprobieren. Werdet ihr dann in einem Aufgebraucht-Video sehen. Und dann werde ich euch berichten, wie das war jetzt gerade aktuell. Wo man so viel Hände wäscht, ist es gut, wenn das was Pflegendes ist. Und ich habe ja auch immer hier mit sehr, sehr, sehr trockener Haut zu kämpfen. Nächstes Produkt ist wunderschön eingepackt. Ganz, ganz tolle Box. Aber was ist es denn? Ach, das sieht so schön aus mit dem wunderschönen Rosa hier. Ich habe keine Ahnung. Ich hole es mal raus, sieht echt super schön. Eine Sonnenbrille, okay, 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 okay. Jetzt, Leute, der Groschen ist gefallen. La Dolce Vista mit so einem super schönen Brillenputztuch noch.
Und da steht auch was dabei. 8% bis 18% Schutz, UV-Schutz, glaube ich, heißt das. Ich trage ja gar keine Brillen, Sonnenbrillen, weil ich so einen kurzen Nasenrücken hier habe und mir die Brille dann immer an den Wimpern hängt. Aber testen wir es mal. Ja, ich finde, ich kann das durchaus tragen. Aber Leute, vielleicht seht ihr es. Schaut mal, wo mir die Brille hängt, weil ich so einen kleinen Nasenrücken habe. Die rutscht dann immer so weit vor, bis sie halt durch die Nasenflügel nicht mehr verrutschen kann. Und dann kriege ich aber keine Luft mehr, weil es mir die Nasenlöcher abdrückt hier. Das ist dann hier, drückt es mir dann so rein. Ja, deswegen kann ich irgendwie leider keine Brillen tragen. Ich müsste einfach irgendwie hier nochmal so einen extra Steg haben oder so einfach eine größere Nase. Weil optisch finde ich es ganz schick. Jetzt sagen die ein oder anderen, ja komm, puck, die Fliege, sie schnappt. Aber ich finde es schön. Ich mag so große Brillen. Ich finde auch, dass mir das steht, aber halt hier, ne? Die macht mir einen Strich durch die Rechnung. Gott, ich komme heute aber auch mit den alten Kamellen hier. Steffi Graf, Puck, die Fliege. Wer kennt's? Schreibt's mal in die Kommentare. Man könnte meinen, ich wäre schon hier, ne? Kurz vorm Verfallsdatum. Was ist das? Ciao Bella, Etikette de Bagage. Okay. Pour voyage, Keyboard. Also ein Kofferanhänger. Oh, wow. Mein Gott, der ist ja mega schön. Der ist ja hier hinten auch. Der sieht richtig, richtig schön aus, Leute. Gefällt mir. Und hier kann man das öffnen. Ja, gut. Ich verreise ja jetzt aktuell nicht. Ich meine, wäre schon. Aber ich finde das auch nicht schlecht, wenn man Kinder hat. Also ich habe ja ein Kind und für bei ihr irgendwie einen Rucksack oder ja, wenn mal ein Ausflug ist oder so, dran machen. Direkt ans Kind. Nein, aber ja, einfach an den Rucksack, weil oftmals die Kinder wissen dann oftmals gar nicht mehr, was ihrs war, wenn dann mal ein anderer Rucksack mitgegeben wird, vielleicht wo ein bisschen mehr reinpasst und dann, da wissen die das nicht mehr. Finde ich gut. Gefällt mir. Jetzt kommen wir hier zum Beutelchen. Das ist nicht so voll, aber ich mag die Beutel. Ma Che Bella. Bin ja nicht so gut hier in der französischen Sprache. Zwei Produkte sind drin. Das erste gefällt mir schon mal richtig gut. Und irgendwie, ich glaube, die Post oder so kommt. Cosmo. Ein Lippenstift, Matt Lipstick Suede von NYX. Sieht so aus. Kurze Pause, der Hund dreht durch. Kos! Okay, er bellt jetzt im Schlafzimmer weiter. Auf jeden Fall ist das hier eine schöne Farbe. Das sehe ich schon an dem Herz. Und zwar ist das, ja, wie heißt denn die Farbe? Kopenhagen. Habe ich da nicht den kleinen Lipgloss jetzt schon? Den habe ich doch letztens. Das war doch Kopenhagen auch. Bin ich doof? Ich habe den auf jeden Fall einmal aufgebraucht, den Liquid Lipstick in Kopenhagen. Und habe den auch nochmal da in einer Mini-Größe. Und jetzt habe ich noch den Lippenstift. Okay, also ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall meine Farbe. So ein schönes, dunkles Lila. Mist, ich habe jetzt was drauf. Aber ich werde das mal swatchen auf jeden Fall. Riecht gut. Oh, schön, Leute, das ist genau meine Farbe. Oh, ich freue mich. Ja. Oh, das ist genau mein Ton. Lass ich den jetzt mal drauf machen? Nee, komm, ich lasse es, sonst habe ich hier das Rumgeschmiere. Aber das finde ich richtig, richtig schön. Gefällt mir absolut gut. Super. Und das nächste Produkt ist hier so ein kleines Pöttchen. Und das sieht aus wie ein Liquid Highlighter. Aber ich weiß es noch nicht so genau. Aber ich glaube, ich habe hier
was gesehen, da war das mit drauf. Sunshine in my eyes. Es könnte noch ein kupferfarbener, ein goldener und ein bronzefarbener. Ich habe hier Gold, würde ich jetzt mal so sagen. Finde ich sehr schön. Aber was ist es? Ein Jelly-Lidschatten? Okay. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Ist ja verrückt. Swatche ich auch. Sieht so aus. Boah, ich finde die Box richtig gut diesen Monat, Leute. Das ist ja echt super interessant. Mega, mega schön. Boah, das gefällt mir richtig gut, ne? Hat keinen Geruch. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Werde ich auf jeden Fall behalten. Und ja, das war die Box. Hat mir echt extrem gut gefallen, muss ich sagen. Finde ich echt richtig, richtig schön. Und ja, wie gesagt, alles, was ihr tun müsst, um bei der Verlosung mitzumachen, das steht in der Infobox. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir gerne ein Abo und ein Like, dass ihr kein Video mehr verpasst. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.